Gunther Ziegler ist ein österreichischer Schauspieler. Ziegler ließ sich zunächst zum Innendekorateur ausbilden und nahm privaten Schauspielunterricht bei Peter Kappel und Anna Selmer. 1970 erhielt er sein erstes Engagement am Theater in der Brienner Straße in München. Dort spielte er im selben Jahr in The Boys in the Band von Matt Crowley. Er gastierte danach bei zahlreichen anderen Theatern. Zum Beispiel 1975 in White Hats der Vierer am Theater 44 oder 1985 in Camulettis Die Perle Anna am Theater Die kleine Freiheit. Ziegler wirkte in vielen Fernsehproduktionen und einigen Spielfilmen mit, wiederholt unter der Regie von Uli Lommel. 2004 übernahm er in dessen Zombination die Hauptrolle des psychopathischen Frauenmörders Joe Singer. 2012 war er in der täglichen ARD-Seifenoper Rote Rosen als englischer Kriegsveteran Pete Johnson in 117 Folgen zu sehen. Filmografie.